Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Wir sind als Jägerin unterwegs und wir haben das Wiegenlied dabei. Und wir versuchen jetzt mal ein paar Survivor mit unseren Äxten zu treffen. Ist auch schon der erste. Ich habe natürlich das Lied gehört. Ich sehe dich. Und zack, sie liegt. Nehmen wir gleich mit. Da vorne ist ein Haken. So. Und da ist gerade ein Check verkackt worden. Oh, die ist disconnected. Okay. Wir haben uns noch gestern und setzen den Generator zurück. Warum ist sie disconnected? Da ist jemand. Ich hab dich gesehen. Und du bist in den Kasten. Das habe ich gehört. Raus mit dir. Dann hängen wir dich hier hin. Das sollte vielleicht ein bisschen lockerer spielen, wenn die hier zu dritt sind. Ich gehe da jetzt mal ganz ans andere Ende. Und lass den in Ruhe retten. Ich setz mal den hier zurück. Ich hoffe, dass der retten geht. Komm schon. Die ist schon in der zweiten Phase. Komm schon. Och Mensch. Die ist auch disconnected. Das gibt's doch nicht. Die andere ist fast tot. Jetzt ist sie tot. Na, ganz toll. Das war halt eine Runde, wie man sie nicht unbedingt haben möchte. So, wo ist die Luke? Da ist die Luke. Die machen wir gleich zu. Da ist der eine Ausgang. Dort ist der andere Ausgang. Jetzt gucken wir mal, ob wir den hier irgendwo erwischen. Da ist er nicht. Nicht, was du da machst, aber du machst Krach. Ach komm! Oh, das gibt's nicht, oder? Das war jetzt aber eine kurze Runde. Na gut. Dann hängen wir dich hier jetzt auf. Haben somit alle getötet, die nicht disconnected sind. Ich weiß zwar nicht warum, aber gut. Dann soll es halt so sein. Ne? Blutpunktemäßig war es jetzt nicht so dolle. Ja, 11.000. Pip haben wir noch gekriegt. Level 17, nagelneues Teil dabei und disconnected. Ich verstehe es nicht. Objekte besessen halt, alles klar. Oh weh.
Das ist ein Perk, das ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen würde. Aber gut, jeder wie er möchte. So, das war eine kurze Runde, aber ich hoffe, er hatte trotzdem Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.